Können wir nochmal runter schauen. So. Dann gehen wir mal dort rüber. Vielleicht haben wir dort noch besseres Glück. Und dann gehen wir noch einmal ein bisschen weiter weg. Das wäre auch wieder da oben. Dann wäre es wirklich, glaube ich, die Greifen, die es braucht. So, das sieht schon mal gut aus. So, jetzt wieder Tenner. So, dann haben wir das ja auch schon. Jetzt fehlen nur noch da die Schreiterschuppen. Mal schauen, sind sie wieder retour schon? Da noch nicht. Da sind sie auch noch nicht. Da unten hat es schon wieder. So. Nein, da haben wir noch einen kleinen Flügel. So. So, dann gehen wir da mal Sturzflug. So. Schauen wir mal da, ob unser Glück grösser ist, um noch die Schuppe zu kriegen. So, weiter komm. Nein.
Dann mal schön da noch chillt wieder. Dann ins Gesicht, genau. Der Hammer. Das Schild werfen. Da haben wir schon zur Hälfte. So, jetzt haben wir auch schon die Schuppe. Ah, das ist die Ebene. Dann Khazar gefunden. Okay, nice. Und dann haben wir da noch den Hammer. Da wieder der Hammer, genau. Dann haben wir die auch schon. Vorräte, 4 Stück. Okay. Da haben wir, glaub's. Ah, ein Gefangener. Willkommen. Ich habe eine Geschichte für euch. Gehen wir an die Arbeit. Ruht euch aus. Ja. Schön jetzt. Dann einfach wahrscheinlich jetzt ein bisschen Pullen zusammenholen. Und dann. So. So, dann haben wir da wieder ein bisschen mehr zusammen. Könnt da wunderschön. Heilig drauf. Ja, da wieder die Hämmer drin. Und dann die Schild aktivieren. Dass man eine Zeit lang keinen Schaden bekommt. Und das wieder heilen. Dann sofort wieder die Hämmer drin, Schild nachher, auch noch mehr Schild, wieder ein Hammer, Schild, dass man da wirklich dann den Schaden um die Ohren. Ne? Das hat jetzt gerade ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Ja, komm. Du Primalisten-Schamane. Nein, was ist es? Schamane der Schlickflossen. So. Und wenn wir da Chiller im Motor hauen, um seine Verteidigung zu brechen. Dann haben wir hinterher zum Schaden. Dann müssen wir uns schauen, dass wir nicht nebenbei krepieren. Jetzt wieder schauen, dass wir so schnell als möglich den Schild bekommen. Genau. Mit dem Schild können wir seine Verteidigung ja durchbrechen.
so. Da heißt's. Ah, der ist noch nicht so cool. Der wird sicherlich jetzt in einer weiteren Aufgabe. Wird die jetzt vor zum Null besiegen. Und die sind ja dann wiederum auch jetzt momentan nur stärker, weil sie ja zu einer Aufgabe gehört. Also das heisst, wir haben jetzt einen unnötigen Kampf, der lang dauert. So, wieder da heilen. So, blenden. So. So, jetzt sind wir da noch das Garabias, der ist auch schon hier. So. Jetzt muss ich noch weitere Vorräte finden. Nachher gehen wir dann auch schon bald schon richtig Quest abgehen. So. Ja, nochmal so ein Siebner. Jetzt noch vier. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, zwei und drei. Wir haben da jetzt wieder die Hammer drauf. Komm, jetzt noch mit dem Hammer-Schild. So, jetzt haben wir das. Alles klar? Vielleicht beim nächsten Mal. Es sind viele Gorloks. Wir sind hier nicht sicher. Wird euer Pfeil immer das Ziel? Roscha schickt euch. Sie muss rasend vor Wut sein. Sie hat schon so vieles durchgemacht. Ich könnte niemals zurückkehren, ohne alles zurückzubringen, was verloren ging. Zeigt keine Schwäche. Medaillon einer gefallenen Freundin. Dieses Medaillon ist alles, was von einer lieben Freundin zurückblieb, die sich in der letzten Saison zu weit in den Sumpf gewagt hat. Ich glaubte, es an die Elemente verloren. Ich glaubte, es an die Elemente verloren zu haben. Wird für mich jetzt besser tönen in diesem Zusammenhang. Ich schnitt dieses Leder aus ihrem ersten erlegten Mammut. Wir waren damals noch Kinder. Würdet ihr leichte Beute finden? Das Orakeule. Vielleicht beim nächsten Mal. Unter all den Wahnsinn, der sich in diesem Golok-Dorf abspielt, habe ich nichts Bedenklicheres entdeckt als die Golok-Schamanen. Sie sind besonders bösartig und spielen leichtsinnig mit Stammmagie, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Das muss ein Ende haben. Tötet sie und bringt mir ihre Totems. Unsere Mystiker werden an ihnen sehr interessiert sein. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Die Hunde loslassen. Zeigt keine Schwäche. Ich habe das Heulen und Bellen der Backer gehört, die aus dem Lager verschwunden sind. Unser geliebten
Hunde werden in Käfigen gefangen gehalten und warten darauf, von diesen Dingern in Stücke gerissen zu werden. Wir sind unseren Begleitern gegenüber verpflichtet zu helfen. Befreit sie und werdet Zeuge der wahren Macht der Bakar der Shikar. Kämpft hart, ruht gut. Der beste Freund eines Zentauren. Zeigt keine Schwäche. Hier draußen sind wir nicht sicher an Horas. Die Gorlog haben meinen Jagdbegleiter Baba in eine Höhle im Osten gedrängt. Befreit mich, dann werden wir Baba retten. Wir treffen uns in der Höhle, sobald der Weg frei ist. Ruht euch aus. Einsame Eisen. Vielleicht beim nächsten Mal. Wenn wir uns Ohn Ara im Wild anschließen, hinterlassen wir diesen Medaillon. Obwohl ich geholfen habe, dieses Medaillon herzustellen, bin ich nicht sein rechtmäßiger Besitzer. Es sollte zu Rosha zurückgebracht werden. Es ist die letzte Erinnerung an ihre Verlobte. Bringt es zu ihr, damit sie trauen und ihren Frieden finden kann. Kämpft hart, ruht gut. So, dann tun wir den einmal befreien. Und dann geht's da schon weiter. Ach, die Käfige, ja. Da hin. Haben wir da gerade noch einen übersehen, oder was? Ah, zurückholen. Da hat es noch das Hundi. Auf mal dann geschaut. Das Hundi. Dann haben wir da hinten wieder das Erz. Erz wo sein, Erz unten sein. Der mit hier natürlich auch ganz gekonnt dezimieren. Wir wollen ja nicht, dass die uns in den Rücken fallen. So, wieder mit dem Schild. Mit dem machen die meisten Defensive, also Verteidigung weg. Dann kommt da nochmal einer. So. Dann wieder ein bisschen heilig. Dann tun wir da wieder den Kampf anheizen. So. So. Ah, jetzt haben wir da so eine Erdverteidigung drauf. Aber die ist auch schon wieder weg. Die gehen wir da hier, holen da den Spezialhund. Oh, jetzt haben
man da wieder so viel Verteidigung drauf. So, komm, Schild. Da nochmal Witz. So. Wieder Schild. Und da hat man schon gesehen, wie relativ rasch die Schilde unten sind. Oh nein! Also ich bin ja nicht am Jammern, aber es ist nervig, wenn immer der Kampf so lange dauert. Ja Mann, ja Mann. Dann mal schauen. Wieso dauert es jetzt auf das Mal so kugellang mit? Wenn jetzt so auf den letzten Drücker hat er natürlich wieder. Das ist einfach nur nervig, Blizzard. So. So, dann haben wir das auch schon. Dann nehmen wir. So, dann haben wir das schon mal. Da haben wir noch die Hundis, die wir brauchen. Ja, da haben wir wieder so einen Schamanen-Ding. Das sind geile Effekte. Nur sein Wappen am Rücken verstehe ich noch nicht ganz. So, auch noch Hunde. Dann haben wir da noch. Jetzt ist es da innen. Meint es fast. Ja genau, da innen ist noch ein Hundi. Gut. Da hat er seinen Hundi wieder. Wie läuft die Jagd? Das Orakeulen. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Die Gorlock-Schamanen sind zu weit gegangen. Yep. Möget ihr leichte Beute finden. Kascha sieht die Totems missbilligend an. Diese Totems dienen der Sturmmagie. Sturmmagie ist ein Sakrileg gegen das Geschenk des Windes, das Un'ar selbst uns gab. Ich werde sie zu den Mystikern bringen. Vielleicht beim nächsten Mal. Die Hunde loslassen. Kämpft hart
herrliche Tiere, nicht wahr? Jeder Baka hat einen besonderen Platz im Clan Shikar. Sie sind unsere Jagdgefährten, unsere Wachen und unsere liebsten Freunde. Möget ihr leichte Beute finden. Hab Dank, Angoras. Hier sind wir sicher und können frei sprechen. Ich werde Baba von jedem Gorlok beschützen, der sich hierhin verirrt, während er schläft. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Mhm. Die Gorloks, die in Sumpfes waren einst simple Kreaturen, lästig, sicher, aber niemals plündern, Diebe oder Hundefresser. Es ist ihr Häuptling Grilglimmesch, der sich dazu der sie dazu gebracht hat, sich von ihren wahrer Natur abzuwenden. Setzt ihm ein Ende, damit die Gorloks keine Bedrohung mehr für uns darstellen. Zeigt keine so, jetzt muss ich den besiegen. Aber da haben wir das Erz. Erz ist immer gut. Das wissen jeder von uns. So. Und dann könnte es knapp schon. Ja, nicht ganz. Fährt noch ein bisschen zum nächsten Stufenaufstieg. Stufenaufstieg, bitte kommen danach. Ja. So, jetzt sollen wir aber da zuerst mal noch den besiegen. So. So, dann haben wir den auch. Dann können wir wieder die Quest abgeben. Ja gut, jedes Mal muss es mir der Drache jetzt auch nicht geben. So. Hallo. Nachdem ihr Häuptling erschlagen ist, werden die Gorloks uns nicht mehr behelligen. Erstaunlich, wie stark sie unter Häuptling Grilglimmesch geworden sind. Ich habe nie gesehen, dass solch primitive Kreaturen sich gegen eine mächtige Zivilisation wie die unsere erheben. Sind wir gar nicht so unterschiedlich? So viel weiterentwickelt? Vermutlich nicht. Ruht euch aus! Baba konnte sich ausruhen und Roshas Vorräte sind wieder da. Wir können zurückkehren, ohne sie zusätzlich aufzuregen. Nehmt einige Kissen mit, wenn ihr geht. Den Rest werde ich von unseren Kriegern abholen lassen. Kämpft hart, ruht gut. So. Er hat es einfach nicht landen auf dem Platz. So. Dann haben wir da wahrscheinlich. Nö. Hier oben. Vermute mal da. Nein.
jetzt blind oder was? Da. Die Wasser. Lappi macht Augen auf, würde ich sagen, ne?